Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem DLC Blissful Sleep von Beholder. Wir haben anscheinend auch eine neue Verordnung. Das Lagern und Trinken von Fruchtsaft ist verboten. Okay, wenn wir das finden, können wir was machen. Warte mal, ich mach mal kurz hier auf Pause. Ich wollte gerne mal gucken. Ah, guck mal, hier ist tatsächlich die Information, die wir gesammelt haben, verliebt in Jean. Ich glaube, sowas könnten wir auch schon weiter sagen. Wir können nämlich so eine Liste führen über die Bewohner an sich. Teetasse haben wir hier, die DNA-Dinger. Ich weiß gar nicht, ob wir die gesondert auch abgeben können. Das Problem ist, die Zeit läuft ab und die gehen einfach nicht hier aus dem Haus. Ja, die schläft da. Scheiße. Da hinten. Ah, also doch zwei Betten in der Wohnung. Hier ist auch viel los. Das wird hier einfach nichts. Hier ist einfach immer jeder zu Hause. Hier wird auch geschlafen. Die geht, aber dafür ist der andere bestimmt noch da. Ja. Also es ist immer irgendjemand da, das ist doch nicht wahr. Sagt der was Neues? Kreativität hatten wir schon. Wie sieht es mit ihren kreativen Vorgängen aus? Ich bin ein freiberuflicher Künstler. Meine zarte Natur wird im Käfig primitiver Begehren gefangen gehalten. Um etwas zu schaffen, muss ich essen. Aber um etwas zu essen, brauche ich Geld. Meine Kunst, mein Erbe. Ja, meine gesamte Existenz hängt am Faden dieser Urbedürfnisse. Was ist schon ein Mann, der nur mit Essen und Schlafen beschäftigt ist? Ein Tier und nicht mehr. Man sagt doch, dass ein Schöpfer hungrig sein muss, um ein gutes Werk zu vollbringen. Was wissen Sie schon darüber, Hektor, wenn ich doch nur mit leerem Magen malen könnte? Einige Künstler werden sehr berühmt, nachdem sie gestorben sind, aber ich glaube nicht, dass ihre Zeit schon vorbei ist, George. Was? Das war falsch rum, doch gerade wieder. Wenn er George sagt, er sagt ja bekommen zu sich selbst George. Also irgendwie haut das hier nicht richtig hin manchmal. Hektor, wenn ich mich nicht an die Ordnungen der Regierung halte, werde ich entweder verhungern oder für meine verräterischen Ansichten ins Gefängnis gesteckt. Das Schiff der Kreativität ist gegen die Klippen des kräftezehrenden Alltags gestoßen und mein grummelnder Magen übertönt meine Gedanken über höhere Angelegenheiten. Wie belanglos. Wie unglaublich traurig. Bitte vergeben Sie mir meine hochtrabende Rede. Mein Freund, ich wollte Sie nicht runterziehen. Vielleicht sollte ich mich wieder daran machen, dieses Papier mit vulgären Sprüchen zu verschandeln. Über die Statue reden. Ich habe eine Statue in Ihrem Apartment gesehen. Sie dürfen mich beglückwünschen, Hector. Ich habe den Auftrag erhalten, eine Statue unseres weisen Anführers anzufertigen. Das ist eine große Sache. Wenn ich sie rechtzeitig fertigstelle, habe ich erst einmal eine Weile ausgesorgt. Ich werde mir um nichts mehr Sorgen machen müssen, egal ob Geld oder Essen. Endlich werde ich in der Lage sein, mich der Kunst zu widmen. Anmutige, zarte Formen und Kurven aus Marmor. Wird Marmor nicht nur vom Ministerium ausgegeben, um Büsten und Statuen des weisen Anführers anzufertigen? Verdammt, das habe ich ganz vergessen. Es gibt da draußen so viele Büsten des Anführers. Sie sehen auch noch alle gleich aus, wie exakte Kopien. Meine Freiheit ist ein Schatten und schon lange bin ich der dumme Vasall seines arroganten Willens. Alabaster wird jedoch nicht kontrolliert, soweit ich weiß. Alabaster? Hector, Sie sind ein Genie. Vielleicht nicht so ein Genie wie ich, aber trotzdem ist das eine erquickende Idee. Ich werde Alabaster verwenden. Diese Proleten werden endlich verstehen, was wahre Kunst ist. Hatten wir das schon bei ihm? Haben Sie vom Schlaf der Glückseligkeit gehört? Wir schlafen doch schon alle, Hector. Macht es einen Unterschied, ob wir früher oder später aufwachen? Sind Sie betrunken? Ja, aber wer könnte schon im Angesicht dieses wahr gewordenen Albtraums, der da das Leben ist, nüchtern bleiben? Mein Herz ist erstarrt. Ein Schwert liegt mir im Nacken. Was rede ich da? Wer hört zu? Ja, ich glaube, ich möchte nicht mehr zuhören. Das ist ein bisschen deprimierend alles. Der Typ hier, der Verkäufer, kommt auch nicht wieder. Ich hatte gehofft, dass man da mal irgendwie was Cooles kaufen kann. Aber der lässt sich nicht mehr blicken. Ist das hier leer? Nee. Ah, das ist so blöd. Ich glaube, hier ist überall was los wieder. Kätzchen schläft. Schön. Können wir hier eigentlich schon irgendwas mal machen? Was schreiben oder so? Wir können Wohnungen reparieren lassen. Sind die denn kaputt? Wir können richtig Profil. Da könnten wir doch jetzt wahrscheinlich das... Warte mal. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel... Wer war der Chemiker? War das der Mark? Oh Gott, ich habe das schon wieder vergessen, wer ist. Furchtbar. Der Vater von dem Jungen, ne? Warte mal, das ist Markus Manischek, also
Jakob. Lebt in... Oh Gott, das muss man sich alles merken. Okay, das kann ich jetzt nicht machen. Und wir haben von dem auch nichts. Wir könnten hier von ihm halt was machen. Das ist der George de la Tour. Achso, wo lebt denn der? Was sind denn das für Zimmer? Ich weiß gar nicht. Müssen wir erstmal rausfinden hier. Okay, kriegen wir so nicht. Nummer 4. Na, kann ich mich nicht bewegen. Mist. Nummer 4. Machen wir das nochmal. Nummer 4. Nummer 4. Das gebe ich zuerst einmal, falls ich es vergesse. Hä? Achso, hier unten. George de la Tour. Männlich. Familienstand. Und mit Jeanne Earn. Und Beruf. Künstler. Können wir das jetzt reinziehen hier? Ja, und dafür kriegen wir auch was. Schön, haben wir gesendet und haben eine Kleinigkeit dafür bekommen. Und können wir jetzt hier oben endlich mal rein? Jetzt müssten doch eigentlich alle weg sein, oder? Ja, anscheinend. Na, dann rein da. Boah, ich krieg diese scheiß Türen immer nicht. Ja, sind wirklich alle weg. Aber wahrscheinlich nicht lange, denke ich mal. Wir gucken mal an der Statue, da müsste doch irgendwas dran sein. Oh, eine Balalaika. Achtung, Personen, die Besitztümer anderer stehlen, werden strafrechtlich verfolgt. Ja, aber können wir das nicht... Warte mal, können wir das... Ich will das eigentlich nur melden. Blumen sind teuer, deswegen könnten sie... Oh, der kommt wieder. Oder? Ist er nach unten gegangen? Ja, schon wieder da. Das gibt's doch echt nicht. Das geht so scheiße schnell. Es gab eine Anordnung. Es ist illegal, die positiven Aspekte des Lebens im Ausland zu diskutieren. Okay. Boah, wir kommen hier nie in der kurzen Zeit an irgendwas, wenn die Leute immer zu Hause sind. Wir müssen die irgendwie wegkriegen. Gut, dass Beobachten nicht geahndet wird. Das kriegen die irgendwie mal alle nicht mit. Die Katze geht hier auch einfach hin, wo sie will, irgendwie. Das interessiert auch keinen. Hier wäre jetzt frei, wenn der Typ jetzt da nicht reingeht. Ja. Dann lass mich rein. Ach, guck mal, der Verkäufer ist auch da. Aber wir brauchen noch von Klaus und der Tochter die Sachen. Ja, komm, schnell, schnell. Nischt. Mist. Musste ich doch irgendwas finden lassen. Was gefunden. Okay, wir brauchen von der Tochter noch, oder? Glaube ich. Gucken wir mal hier gerade. Da sind die Tochter. Ach nee, haben wir schon. Okay, wir haben von denen, glaube ich, schon alles. Warte mal. Machen wir kurz Pause. Oh Gott, kommen die gerade wieder. Klaus Schimmer. Manischek. Nee, irgendwas. Haben die nichts mehr? Nee, die haben anscheinend gar nichts mehr. Schimmer ist durch. Okay. Schnell raus hier. Und in die nächste Bude gucken. Ah. Hier ist frei. Ah, schnell. Lass mich rein. Ah, der Verkäufer ist auch schon wieder weg. Scheiße. Wollte ich eigentlich auch mal endlich. Ich hoffe, hier ist jetzt auch wirklich frei. Ich habe jetzt so schnell geguckt. Okay. Rein, rein, rein. Ich glaube, die hier vorne haben wir nicht kontrolliert. Ich hätte es doch mehr nach Reihenfolge machen sollen. Scheiße. Boah. Gut, dass die sowas nicht merken. Oh, die sind alle einfach zu Hause. Ich frage mich echt, wie man es machen soll. Also das ist eigentlich unmöglich immer. Nur gleich nach hinten durch. Ich glaube, da vorne hatten wir schon geguckt. Oh, jetzt schnell. Die kommen doch schon wieder nach Hause hier. Hier, den schaffen wir auch noch. Komm. Los, 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 los. Oh, Katze hat Hunger und wir haben nie Futter. Das ist voll doof. Hier auch. Haben wir alles. Oh, roter Kaviar. Gefunden einen Gegenstand. Ach, wir müssen es anklicken. Ach du Scheiße, das haben wir bei den anderen gar nicht gemacht. Ach Mist. Man muss die nochmal anklicken. Oh, das wusste ich nicht. Scheiße, ich dachte, das kommt automatisch und wir müssen das nicht anklicken. Das ist jetzt blöde. Damit ist uns schon ein bisschen was an verbotenen Sachen entgangen gewesen. Niemand da? Jetzt schnell.
Aber wir brauchen gar nicht mehr so viel. 11 Stunden. Hopp, hopp. Jetzt könnten wir sogar fast schon auf ja, einfach drauf scheißen, wenn jemand kommt, und einfach durchziehen. Ah, weg. Oh Mann, wir haben jetzt echt keine Zeit mehr. 3 Sachen noch. Jakob, Manischek, Schott, Stiller Tour. Also hier brauchen wir auf jeden Fall von den Leuten. Scheiße. Ja, sind wieder da. Puh, Gott, das gibt's da echt nicht. Das schaffen wir nicht. Das können wir überhaupt nicht schaffen. Können wir die Sachen schon abgeben, die wir haben, ist die Frage. Hi Hector, ich warte darauf, dass Sie mir das bringen, was ich brauche. Übergeben? Ich bin hier, um Ihnen die DNS-Proben zu geben. Sie sind sehr langsam, Hector. Sie wissen doch, dass unsere Arbeit nicht warten kann. Tut mir leid, das wird nicht wieder vorkommen. Haben Sie Proben dabei? Ach, scheiße. Glauben Sie, es macht mir Spaß, hier rumzustehen? Glauben Sie, ich hätte nichts Besseres zu tun? Wir haben es nicht geschafft. Wir können das nicht mehr schaffen. Scheiße. Wir brauchen noch Jakob Manischek und George Delatour. Wir hätten nur noch 2 gebraucht. 2 Stück. Ach, ist doch Mist. Das ist jetzt echt Mist. Wir können jetzt nur hier vorwarten, aber ja, wir können halt auch nichts tun. Es gibt für uns keine Möglichkeit, hier irgendwie für eine Ablenkung zu sorgen, glaube ich. Manischek wäre hier, Latour ist da oben. Der geht jetzt, aber die andere Seite dann immer noch drin, ne? Glaube ich. Müssen wir gleich mal reingucken, wenn er raus ist. Ja, das ist... Tja, wir spielen halt auch nicht auf leicht. Das muss man dazu sagen. Ja, und jetzt schläft die auch noch. Ja, das ist vorbei. Ja, so eine Pflanze, können wir reingucken. Das ist ja lustig. Schade, und wir haben uns so wir haben uns so bemüht, es zu schaffen, und haben jetzt auch die ganzen Sachen hier im Inventar rumliegen, aber tja. Das ist wirklich schade. 6 Stunden und uns haben nur 2 Proben gefehlt. Sehr, sehr, sehr doof. Und die Katze konnten wir auch nicht einmal füttern. Die wird bestimmt auch bald abkrebeln, wenn wir die nie füttern. Das tut mir auch echt leid. Hier irgendwas angucken. Ja, da steht da. Aber wir können die halt auch nicht ablenken. Das ist blöde. Können wir einfach nichts machen. Vor allem, wir haben ja auch noch andere Aufgaben. Ich weiß gar nicht, wie lange die so dauern. Ob die überhaupt ein Ablaufdatum haben oder ob wir das sonst schon sehen würden. Haben vielleicht auch gar kein Ablaufdatum. Kann man hier reingucken. Hier haben wir zum Beispiel, können wir Kameras kaufen, Elektrik-Kit und Tischler-Set, um Sachen zu reparieren. Auch nicht schlecht. Tja, jetzt stehen wir hier, die Zeit läuft ab. Ach Mann, schade. Es gab halt auch 2 Schwierigkeitsgrade. Einmal das Original Beholder-Gefühl, das Schwere halt, was wir haben. Und einmal für Anfänger, da hätte man halt gleich mehr Geld und so. Aber ich wollte wieder das Beholder-Gefühl. Also ich muss ehrlich sagen, ich will das auch so schwer haben. Ich möchte das nicht auf leicht. Guck mal, wir können jetzt hier rein. Aber ja, 1 Stunde. Naja, das reicht nicht. Das reicht leider nicht mehr. Wir können uns die eine DNA-Probe suchen, aber ja, ist leider nichts. Schade. Erste Aufgabe direkt verkackt. Das würde dem Ministerium nicht gefallen. Das wissen wir jetzt schon. 0 Stunden, ist vorbei. Der geht jetzt bestimmt auch gleich. Ja, da geht er. Ist vorbei. Aber wir haben uns so Mühe gegeben, wir haben es fast geschafft. Naja. Pech gehabt. Einfach nur Pech gehabt. Wir gucken hier trotzdem noch die Wohnung durch. Mal gucken, ob wir frühzeitig jetzt schon rausgekantet werden, ob wir jetzt überhaupt noch eine Chance in dem Spiel haben. Manchmal ist das dann tatsächlich schon so fast der Todesschuss. Ja, schauen wir mal. Ja, das wäre die DNA-Dings gewesen. Ich weiß nicht, ob es uns noch was bringt, das mitzunehmen. Wahrscheinlich fast nicht. Wir kriegen ja immer noch ein paar Punkte. Solange keiner kommt, ist alles gut. Ach, das ärgert mich. Das ärgert mich sehr. Oh, wow, wow, raus, raus, raus. Scheiße, war zu. Nee, haben wir nicht geschafft. Schade. Das haben sie gemerkt. Oh, und jetzt gehen natürlich alle Leute. Oh, warte mal, jetzt will ich erstmal den Typen hier endlich mal anquatschen. Guten Tag. Nathan kennenlernen. Hallo, ich bin Hector Medina, der Verwalter dieses Apartments. Guten Tag, ich bin Nathan Kehler. Ich komme oft an Ihrem Haus vorbei, also werden wir uns in Zukunft öfter über den Weg laufen. Gehen Sie hier spazieren? Nein, ich arbeite. Ich verkaufe Waren und Informationen. Sie verkaufen Waren auf der Straße?
Warum nicht? Frische Luft ist gesund. Ich mag diesen Ort. Als ich ein Kind war, haben wir hier in der Nähe gewohnt. Ich habe mitbekommen, wie sich Block 6 verändert hat. Früher war das eine luxuriöse Villa. Schade, dass es jetzt ein Mehrfamilienhaus ist. Sie sind ein sehr eher sentimentaler Mensch, was? Manchmal. Außer wenn es ums Geschäft geht. Wenn das Gebäude komplett auseinanderfällt, will ich es kaufen und daraus ein Bordell machen. Sie sollten ihr Gesicht sehen. Ich mache nur Scherze. Ich möchte gerne meinen eigenen Laden eröffnen. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Gebäude den Bach runtergeht. Nun, Sie kennen das Sprichwort. Vorschlag unterbreitet, vom weisen Führer beseitigt. Bei Ihrer finanziellen Situation ist es nur eine Frage der Zeit, bevor das Gebäude auseinanderfällt. Das war nett. Handeln. Was hat er denn so? Hat er Katzenfutter? Wäre schön. Oh, tatsächlich. Wir kaufen mal einmal Katzenfutter. Komm. Katzenfutter? Ach, da. Ach, und Feuerwerk wollte doch jemand haben. Schokolade, Süßigkeiten wollte doch auch wer. Oh, der Verkauf Kaviar ist doch verboten. Ist das ein Buch? Der Trank. Weißdornbeeren. Alkohol. Können wir damit die Olle? Vielleicht. Die ist illegal. Schraubenzieher. Boah, die bringt so viel Geld. Die hätten wir klauen sollen und dem geben sollen. Und Schokoriegel ist vielleicht für ein Mädel. Die wollte doch sowas. Gucken wir mal, ob wir das hier unter die Leute bringen können. Erstmal gucken wir Post an. Tod durch Handschuhe. Mörder fordert siebtes Opfer. Die Leiche von Jennifer Jasmin, die prima Ballerina des Theaters des großen Anführers, wurde letzte Nacht in Helmer gefunden. Genev war ein aufstrebender Star und auf Tour durch die Hauptstadt. Die Polizei hält Vermutungen über die Bedeutung der weißen Handschuhe, die an jeder Leiche gefunden wurden, zurück. Das erste Opfer des Verrückten war Mary Pickford. Die Sängerin wurde im April 1979 als vermisst gemeldet. Die Stimme der Wahrheit. Ist es nicht merkwürdig, dass ein Staat, in dem es nur so vor Polizei wimmelt, nicht in der Lage ist, den Verrückten innerhalb von mehreren Jahren zu fassen? Nach offiziellen Angaben gibt es 7 Opfer. Aber das ist eine Lüge. Über 20 Frauen wurden ermordet, auch wenn sich die Todesursache unterscheidet. Sie alle trugen weiße Handschuhe. Die Polizei hält Fakten zurück, um eine Panik zu vermeiden. Wir werden weiterhin hinterfragen, warum der Verrückte noch nicht gefasst wurde. Ist er ein Angestellter des Ministeriums oder einfach nur schlau genug, um der Verhaftung 5 Jahre lang zu entgehen? Telegramm. Ich weiß nicht, ob du mein... Warte mal. Ist das dasselbe? Das ist dasselbe. Okay. Ja, leider vergeht auch die Zeit, während wir hier uns das angucken. Das ist natürlich auch blöd. Ich dachte, während wir uns die Zeitungen angucken, ist Pause. Hast du Hunger? Hier ist dein Essen. Miau. Yay, wir haben ihr Essen gegeben. Das ist schön. Dann wird vielleicht wenigstens die Katze überleben. So, wir haben alle Hand dabei. Vielleicht kriegen wir das jetzt mal unter die Leute. Hier ist ja niemand. Gut, dann nutzen wir das doch mal. War jetzt wirklich niemand? Jetzt habe ich ein bisschen blöd geguckt. Wir gucken nochmal, ob wir hier irgendwie Zeug finden, was wir verscherbeln können. Weil die Zeit geht auch weiter, während wir uns die Sachen angucken. Ist natürlich auch dann schwierig. Vor allem, wenn wir die Leute nicht sehen, die rumlaufen. Die kommen da jetzt bestimmt wieder schon. Wegknall. Na, sind da die richtigen? Ich ahne es fast. Ja, die kommen wieder, aber wir haben noch kurz. Wir haben noch kurz. Ja, hier den Kaviar, den klauen wir. Den können wir teuer verscherbeln, so wie ich das sehe, weil der eben verboten ist. So, und irgendjemand hier, der wollte Feuerzeug. Feuerwerk. Hallo. Gebäude, seine Arbeit. Feuerwerk übergeben. Bitteschön, seien Sie vorsichtig. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Unglaublich, Sie haben ein Feuerwerk besorgt. Danke, Hector. So, Feuerwerk. Oh, guck mal, machen die jetzt sogar Feuerwerk? Oh, hallo, wir haben jemanden angesprochen. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ach, warte mal, was sie möchte. Wollte die nicht auch Süßigkeiten? Oder immer noch nur der Sandkasten? Anscheinend nur der Sandkasten. Scheiße. Wir haben extra Süßigkeiten gekauft. Kann ich dir die trotzdem irgendwie geben? Wo waren das, wo die mit den Süßigkeiten das gesagt hat? Mal gucken. Was, Raumanzug? Oh, jetzt haben wir irgendwas überspielt, was wir noch gar nicht gesehen haben anscheinend. Ah, schade. Naja. Okay, also keine Süßigkeiten für die Kleine. Umsonst gekauft. Können wir das trotzdem irgendwie übergeben? Nee, leider nicht. Wir haben auch noch die ganzen Genmaterialien. Ich weiß gar nicht, war das jetzt umsonst oder nicht? Was mir gerade auffällt, alle sind beim Feuerwerk. Wir hätten wahrscheinlich wirklich die ganzen DNA-Proben einfach sammeln können, während alle unterwegs waren, das Feuerwerk angucken. Das ist ja ärgerlich. Hätten wir das lieber vorher gemacht.
hätte man vorher wissen müssen mit dem Feuerwerk. Das geht richtig lange. Da hätte man richtig lange Zeit gehabt, hier alles zu durchsuchen. Na gut. Aber vielleicht müssen wir ja... Vielleicht sterben wir ja frühzeitig und beim nächsten Mal wissen wir dann Bescheid, was wir machen müssen. Müssen wir also Nebenaufgaben erfüllen, um die Leute abzulenken, so wie es hier aussieht. Okay, hier gibt's nichts mehr. Ich wollte mir jetzt die Wohnung einfach mal ordentlich angucken da oben. Was hatten wir denn jetzt noch? Feuerwerk haben wir abgegeben. Kaviar will ich verkaufen. Sonst haben wir gar nichts. Wir haben noch diesen ganzen Mist jetzt hier im Inventar. Ich weiß gar nicht, was wir damit jetzt anfangen sollen. Wir könnten nochmal hier Protokolle schreiben. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Über wen schreiben wir denn? Könnten wir über die hier oben machen. Die Ranex wohnen in 3. Schimmer wohnt in 1 und hier wohnen die Manischicks. Und oben Natur bei 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So ist die Reihenfolge gut. Merken. 1, 2, 3, 4. Profil erstellen. Machen wir mal... Hatten wir über Jan schon was? Ich weiß gar nicht. Klicken wir mal an. Oh, wir haben einiges über Jan. Okay. 1, 2, 3, 4, 4. W, Familienstand, wohnt bei George. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn die das erfahren. Muse, gibt's das hier? Mutter daheim, Philologie, Ökonom, Hausfrau, Chemielehrer, arbeitslos, Angestellter. Ja, ist die jetzt arbeitslos? Arbeitslos wahrscheinlich. So. Basteln wir das da alles rein und schon haben wir wieder Geld verdient. So, den Typen hatten wir ja schon, da haben wir dann noch was gefunden. Das könnten wir theoretisch dann nochmal machen. Ach, hier haben wir auch noch einiges. Gut, dann machen wir den auch gleich. Vollständigkeitshalber. Nummer 4, männlich. Jan. Künstler. Und dann ziehen wir die Dinger hier rein. Achso, das haben wir schon. Da und da. Geld ist immer gut, können wir Überwachungskameras aufstellen. Jetzt will ich mal kurz... Presserbrief können wir auch stellen. Auch gut. Huch, was ist denn hier los? Guck mal, was hier passiert. Oh mein Gott. Was? Da liegt ein... Hat das Auto die ihn überfahren? Polizei? Ja, verhaftet mal das Auto da. Ich glaube, der hat ihn überfahren. Oder getötet, oder was ist hier passiert? Ist es der Sohn von denen? Ach du Scheiße. War es gerade die Tochter oder der Typ? Nee, die haben ja das Mädchen, oder? Was ist da passiert? War das Lata? Hallo. Über den Unfall reden. Ich war bestürzt, als ich von dem Autounfall erfuhr. Klaus, wie geht es Ihrer Tochter? Das war die Slata. Sie schwebt in Lebensgefahr, aber sie hat noch Überlebenschancen. Sie benötigt eine Knochenmarkspende. Momentan sammeln wir das Geld für die Operation, aber was den Spender angeht... Moment. Slata wurde überfahren. Ich habe ja schon gemutmaßt, dass Slata wahrscheinlich die verschwundene Schwester von dem Jungen hier ist. Scheiße. Heißt das, hätten wir die Gendinger hier abgegeben, hätten wir vielleicht jetzt eine Knochenmarkspende durch den Bruder, der hier wohnt. Also wahrscheinlich ein Bruder. Kacke. Ah, das ist ja jetzt ärgerlich. Hätten wir die vielleicht retten können? Ich guck mal kurz, was der hier so zu verkaufen hat oder ob wir dem die... Hier den Kapi... Oh, krass, der bringt richtig viel. Machen wir natürlich. Ja, ob wir die Dinger jemals wieder brauchen, weiß ich auch nicht. Haben wir irgendwas Neues? Nehmen wir nochmal Katzenfutter. Was ist das hier? Whisky? Nee, Whisky wollen wir nicht. Gut, mehr brauchen wir nicht. Ah, hier gibt es eine Quest auf jeden Fall. Oh, aha, ich vergesse bei dem Spiel irgendwie mal die Zeit. Okay, also ich mach mal auf Pause. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Schade, dass wir die Quest nicht geschafft haben. Das ärgert mich echt. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert wegen der jungen Slata. Ob wir die jetzt irgendwie, ob wir der helfen können. Also dann bis zum nächsten Mal.